Guten Abend, liebe Aroma-Freundinnen und Aroma-Freunde und liebe Primavera-Kundinnen und Primavera-Kunden. Herzlich willkommen bei unserem ersten Webinar für alle mit dem Titel Immunstärkende Aromatherapie. Wir erleben angesichts der aktuellen Lage hier bei Primavera einen Ansturm von Anfragen nach Wirkungen und Anwendungen ätherischer Öle und viele Menschen suchen unseren Rat. Daher und weil alle Seminare und Vorträge abgesagt werden mussten, haben wir uns ganz kurzfristig entschlossen, eine Webinarserie zu verschiedenen Themen anzubieten. Die genauen Termine und Themen kannst du auf unserer Homepage unter der Akademie einsehen. Ich sitze hier in unserem Raum Zirbelkiefer zusammen mit meiner Kollegin Ina Hinsche, die es übrigens organisatorisch und technisch möglich gemacht hat, dass diese Webinare jetzt so ganz schnell und mit so vielen Menschen stattfinden können. Wir halten genügend Abstand natürlich. Und außer uns befindet sich noch unsere Putzfee Bruni hier im Haus und Kurt Nübling ist irgendwo im Haus unterwegs. Ansonsten sind alle Kollegen bereits im Wochenende. Vielen lieben Dank euch allen für eure schnelle und spontane Rückmeldung und Anmeldung. Der Termin für dieses Webinar ging tatsächlich erst gestern Vormittag online und innerhalb von 2 Tagen sind wir bei 1000 Anmeldungen und somit ist das Webinar jetzt nicht mehr zu besuchen für all diejenigen, die es noch versuchen sollten. Ihr könnt euren Freunden und Freundinnen aber sagen, dass diese Webinarreihe aufgezeichnet wird und anschließend als YouTube-Filmchen anzusehen sein wird. Ja, eine der entscheidenden Säulen unserer Gesundheit, und zwar unser Immunsystem, spielt im Moment eine entscheidende Rolle. Daher haben wir uns für dieses Thema als allererstes Thema heute Abend entschieden. Unser Immunsystem ist so ein kleines Verteidigungsnetzwerk, das übrigens im zentralen Nervensystem gesteuert wird. Und es schützt uns tagtäglich vor verschiedensten schädlichen Mikroorganismen, die versuchen, über unsere Haut und unsere Schleimhäute in unseren Körper einzudringen. Unser Immunsystem hält uns gesund. Und interessanterweise ist rein wissenschaftlich betrachtet die Entstehung von Gesundheit, auch Salutogenese genannt, wesentlich weniger gut erforscht als die Entstehung von verschiedenen Erkrankungen. Das nennt sich auch Pathogenese. Eines ist aber gewiss, das Immunsystem trägt ganz entscheidend auch zu unserer körperlichen Gesundheit bei. Dass die Psyche und auch unser Nerven- und Hormonsystem mitspielen, wenn es um das Erhalten der Gesundheit oder um Gesundheit geht, ganz generell, dürfte uns allen auch aus Erfahrung klar sein. Die Medizin und Biologie fasst dies unter dem Begriff Psychoneuroimmunologie zusammen. Das heißt in anderen Worten auch, dass Gefühle zum Beispiel krank machen können. Die ätherischen Öle haben aufgrund ihrer vielfältigen Inhaltsstoffe immunregulatorische Eigenschaften. Das heißt, sie können unerwünschte Mikroorganismen regelrecht in Schach halten. Das bedeutet, dass unser Immunsystem permanent entscheidet,
welche, nämlich die guten Mikroorganismen, in den Körper gelangen dürfen und welche draußen bleiben müssen, also außerhalb des Körpers. Das heißt, ätherische Öle können Mikroorganismen zerstören oder in Schach halten, ohne dabei gleichzeitig die guten, wichtigen, lebensnotwendigen Mikroorganismen zu zerstören. Man weiß, dass bestimmte Inhaltsstoffe in ätherischen Ölen die Vermehrung weißer Blutkörperchen unterstützen. Wir wissen auch, dass bestimmte Inhaltsstoffe wie beispielsweise die Phenole die Fresszellenleistung erhöhen helfen. Oder es ist bekannt, dass bestimmte Inhaltsstoffe die Virusabwehrzellen aktivieren helfen. Das alles führt dazu, dass ätherische Öle im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen eine gute Unterstützung bieten können, um unser Immunsystem zu stärken. Ich habe hier eine Liste mit relativ stark immunmodulierenden ätherischen Ölen, die bekannt sind bezüglich dieser Wirkung, eben aufgrund ihrer Inhaltsstoffe. Und an allererster Stelle findet sich die ganze Gruppe der Zitrusöle, sowie auch die große Gruppe der Kiefernadelgewächse, also ätherischen Ölen, die sehr beliebt sind und die aufgrund einer hohen Menge an Monoterpenen, vor allem auch über Anwendungen in der Raumluft, für eine gute keimfreie Luft und Umgebung sorgen. Diese Öle kann man sehr gut verbinden, 1:1, was die Dosierung betrifft, also ein Baumöl und ein Zitrusöl. Und dann hat man bereits eine sehr schön duftende und anregende Mischung, als auch eine wunderbar desinfizierende. Ich verwende solche Mischungen auch gerne im Moment auf Oberflächen, wie zum Beispiel Türklinken. Und hier bei Primavera gibt es ganz aktuell ein Handhygienespray, das sich auch wunderbar für Kunststoffoberflächen oder eben Türgriffe etc. Eignet. Weitere Öle sind dann zum Beispiel Manuka und Ingwer aufgrund einer hohen Menge an Sesquiterpenen oder dann die berühmten Teebaumgewächse, die Melaleuca-Gewächse, Kayeput und Niauli. Dann aber auch sehr stark 1,8-Cineol-haltige Öle wie der Lorbeer, Eukalyptus, Kayeput steht jetzt hier nicht, gehört aber auch dazu. Und dann die sehr heißen Öle, sage ich immer, die sehr feurigen, die auf der Haut eventuell Probleme bereiten können bei Falschanwendungen. Und diese Öle heißen Zimtrinde oder auch Thymian türkisch oder Thymian Thymol. Und es gehört dazu der Oregano-Duft und auch die Nelke im weitesten Sinne. Und das sind Düfte, die wegen ihrer Inhaltsstoffe wirklich ganz stark desinfizierend wirksam sind und gleichzeitig unser Immunsystem aktivieren helfen. Lemongrass, auch Lycea, und andere aldehydhaltige Öle, auch die Melisse, zählen zu den stark antiviralen und auch damit verbunden zu den sehr schön immunmodulierenden Ölen. Und somit kann man wirklich eine ganz große Gruppe von ätherischen Ölen anbieten und im täglichen Leben im Moment integrieren, um sich und das Immunsystem bestmöglich zu unterstützen. Ich habe hier mehrere Beispiele für Raumbeduftungen mitgebracht. Zum einen eben, wie eben schon angedeutet, eine Kombination aus Baum- und Zitrusduft mit Weißtanne oder Zitrone. Wunderschön vom Duftcharakter her. Und die Baumdüfte oder auch Zitrusdüfte lassen sich natürlich jederzeit ersetzen. Wir könnten hier jetzt zum Beispiel auch verwenden die Zirbelkiefer und die Grapefruit oder die Fichtennadel, eigentlich sibirische Tanne, in Kombination mit einer Limette.
Im zweiten Rezept habe ich den Lavendel noch hinzugefügt, denn auch der Lavendel kann unter Umständen eine desinfizierende Wirkung ergänzend unterstützen. Wer lieber Lavandin verwenden möchte, kann in diesem Falle natürlich auch gerne dazu greifen. Für diejenigen, die noch nicht so sich auskennen mit eigenen Mischungen herstellen, bietet sich die Mischung Space Clearing an oder auch andere Mischungen, die viel Baum- und Zitrusduft enthalten. In diesem Falle hier ist die Weißtanne wieder in der Duftmischung zu finden mit Wacholderbeerenöl. Und außer dass diese Mischung den Raum auch energetisch reinigen hilft, ist das eine wunderbare Mischung am Schreibtisch oder wenn man ins Büro geht jeden Tag im Moment und sich zusätzlich zu allen anderen Maßnahmen noch mehr schützen möchte. Ein ganz wichtiger Teil unseres Immunsystems ist dieses ganz große Stoffwechselorgan Haut. Unsere Haut wehrt tagtäglich Millionen und Abermillionen dieser kleinsten Lebewesen ab oder lässt andere dieser Organismen in die Haut eindringen, damit wir gut überleben können. Wir wissen, dass die ätherischen Öle, weil sie fettlöslich sind, über unsere Hautfette gut in die Haut gelangen und im Blutkreislauf, aber auch in der Lymphbahn zu finden sind. Dadurch gelangen die ätherischen Öle auch zu all unseren Organen. Und sie regen hiermit körpereigene Abwehrmechanismen an, stabilisieren die Zellmembran der Haut und regen unter Umständen sogar gleichzeitig noch die Reparaturmechanismen unserer Haut an. Das heißt, selbst wenn wir kleine Verletzungen haben, hält die Haut als großes Stoffwechselorgan im Zusammenhang mit ätherischen Ölen bestmöglich ein funktionierendes Immunsystem Haut aufrecht. Daher ist eine gezielte Hautpflege mit ätherischen Ölen sehr wirkungsvoll. Ich habe ein Rezept aus dem Buch von Maria Kettenring und mir Waldmedizin mitgebracht, das titelt Dr. Waldöl. Und hier finden sich in Jojobaöl verschiedenste der Waldöle, zum Beispiel die Douglasfichte, die Latschenkiefer und die Wacholderbeere zusammen mit Lavendel und einer kleinen Menge an 10%igem Zitronenverbenenöl. Diese Mischung wäre in diesen Tagen eine gute Idee in der täglichen Anwendung. Vielleicht magst du dir damit jeden Tag einmal deine Füße einreiben oder vielleicht magst du dich sogar jeden Tag von Kopf bis Fuß nach dem Duschen beispielsweise mit dieser wunderbaren Waldmischung einreiben und am besten auf die feuchte Haut das Öl aufbringen. Ich verwende im Moment ätherische Öle in Verdünnung in einem Trägeröl täglich, manchmal sogar zweimal auf meinen Fußsohlen und habe einfach das Gefühl, dass es mich zusätzlich gut unterstützt und stärkt. Hier noch ein weiteres Angebot, ein immunstärkendes Massageöl, dieses Mal mit Zitrone, Kajeput, Teebaum und Palmarosaöl. Und wie ihr vielleicht schon wisst, ihr könnt jederzeit bestimmte ätherische Öle, die euch selbst sehr am Herzen liegen und mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt, noch hinzugeben. Ich habe jetzt hier beschrieben, optional zusätzlich eventuell noch Niaulöl verwenden oder Manukaöl. Oder ihr könnt natürlich auch jederzeit Teebaum beispielsweise weglassen und stattdessen Manuka verwenden.
Diese Mischungen eignen sich selbstverständlich auch gut im Alltag, zum Beispiel nach einer Antibiotika-Behandlung oder ganz generell jetzt in dieser Jahreszeit, wo es zwischendurch nochmal richtig winterlich und kalt wird und wir aber vielleicht schon eingerichtet sind auf wärmere Temperaturen und uns nicht mehr entsprechend kleiden. Also es geht nicht nur um die aktuelle Corona-Situation, sondern ganz sicherlich auch um andere Situationen in unserem Alltag, wo wir eine Immunstärkung gut gebrauchen können. Wer wiederum eher zu Fertigprodukten greifen möchte, dem sei hier die Aktivpflege Biominze und Zypresse ans Herz gelegt. Es gibt diese beiden Produkte als Duschgel und auch als Körperöl. Man kann sie wunderbar kombiniert anwenden oder man kann natürlich in diesem Fall auch noch andere Öle wie zum Beispiel wieder Teebaum oder Manuka oder Wacholderbeere zusätzlich. Das wäre eine schnelle Möglichkeit, mit einem Fertigprodukt eine Zusatzwirkung zu erreichen. Wer eine Heimsauna hat, mag vielleicht auch noch an das Aufnehmen ätherischer Öle über die Haut und am ganzen Körper denken. Alle anderen müssen ja im Moment auf Saunagänge eher verzichten. Wichtig, wir machen hier eine reine ätherische Öl-Grundmischung und geben dann 2 bis 3 Tröpfchen der Grundmischung ins Wasser für den Aufguss und geben dann die Mischung Wasser mit ätherischen Ölen gut zusammen verschüttelt auf die heißen Steine. Auch das hat eine hervorragende Wirkung. Wir alle wissen eventuell bereits, dass das Coronavirus sich ganz speziell gerne auf den Schleimhäuten aufhält und zwar auch über längere Zeiträume. Daher ist im Moment eine gute Schleimhautpflege ganz essentiell. Trockene Schleimhäute machen es dem Virus nämlich viel leichter anzudocken. Und gleichzeitig zur Schleimhautpflege im Mund sollten wir auch an unsere Nasenhöhlen denken und beides, die Mundschleimhäute und die Nasenhöhlen, täglich pflegen. Ich habe hier mitgebracht eine Schüttelemulsion aus Rosenwasser und Mandelöl, vermischt mit einem Tröpfchen Ravintsara, einem Tröpfchen Orange und einem Tröpfchen Rosengeranienöl. Ich habe diese Mischung für mich zu Hause genannt Stärke dich und es macht viel Sinn, entweder mit einem kleinen Ohrstäbchen oder auch mit einem größeren in die Mischung reinzugehen, das Öl aufzubringen und dann die Schleimhäute und auch die Nasenhöhlen damit zu benetzen. Schmeckt sehr gut. Wer als Grundlage lieber Kokosöl verwenden mag, kann auch das gerne tun, mache ich auch regelmäßig, schmeckt auch sehr lecker. Auch das Ölziehen ist im Moment eine viel bessere Idee als vielleicht in anderen Zeiten. Zum einen macht Ölziehen Sinn in dieser Jahreszeit vor Ostern, wenn man reduziert isst oder ein bisschen fastet und gleichzeitig natürlich aber auch jetzt, um die Schleimhäute für den Tag ausreichend zu schützen. Für diese Anwendung verwenden wir gerne Sesamöl. Sesamöl gilt als allgemein entgiften, vor allem wenn wir es über die Schleimhäute und die Haut anwenden. Zusammen mit Zitrone, Lorbeeröl und Teebaumöl. Versprochen, Teebaumöl riecht aus dieser Mischung nicht allzu stark hervor. Ölziehen geht folgendermaßen. Wir nehmen morgens vor dem Zähneputzen einen Esslöffel des beduftenden Öls in unseren Mund, schwenken das Öl im Mund, bewegen es im Mund, ziehen es durch die Zähne und belassen es für circa 5 bis auch maximal 15 Minuten im Mund. Anschließend das
schaumig gewordene Öl bitte auf ein Küchenpapier spucken und im Restmüll entsorgen, da es natürlich immer noch Öl ist und deshalb nicht ins Abwasser gelangen sollte. Und dann sehr gut die Zähne reinigen, eventuell auch noch mit einem umgedrehten Löffel über die Zunge streichen und erst danach etwas essen. Empfiehlt sich in jedem Fall auch bei Zahnfleischbluten oder sogar Parodontitis und ist eine wunderbar rundum entgiftende Maßnahme. Lorbeerblätteröl möchte ich ganz generell kurz ansprechen, weil es gut in diese Situation passt und vielleicht nicht so sehr bekannt ist. Wir empfehlen es im Moment auch als Alternativöl zum Ravintsara-Öl, da es eine größere Menge an 1,8 Cineol enthält und dann auch die Monoterpen-Ester und Monoterpene. Lorbeeröl gehört zum einen zu den antiviral und antibakteriell wirkenden ätherischen Ölen, ist aber gleichzeitig eines der ganz stark lymphflussfördernden ätherischen Öle. Also wer Probleme mit der Lymphe hat und immer wieder seine Lymphe unterstützen muss, dem sei Lorbeeröl wirklich ans Herz gelegt. Zusätzlich ist dieses Lorbeeröl ein entgiftendes Öl und auch ein schön schleimlösendes und entzündungshemmendes. Und es ist ein wunderbares Öl auf unserem Schreibtisch, um die Konzentration anzuregen und um uns bei einer Sache zu halten, wenn wir dann plötzlich am Schreibtisch alles andere lieber machen würden, als weiter an unseren aktuellen Themen zu arbeiten. Manche sagen deshalb auch Schweinehundöl zum Lorbeerduft. Wer jetzt wiederum nicht so sehr gerne selbst mischt oder sich noch nicht ausreichend auskennt, dem möchte ich zum einen unser Kurzwebinar, 20 Minuten dauert es, mit meiner Kollegin Yvonne Barreis empfehlen, das jederzeit angeschaut werden kann. Und die Yvonne hat hier alle grundsätzlichen Anwendungsmöglichkeiten zu ätherischen Ölen besprochen und gibt eine kleine Einführung in die Thematik. Dieses Mundvitalöl ist für all diejenigen also gedacht, die sich noch nicht so gut auskennen oder auch natürlich für diejenigen, bei denen es schnell gehen muss. Dieses Produkt wird bei uns nur an Therapeuten oder den therapeutischen Fachhandel weitergegeben oder auch in Apotheken verkauft. Es nennt sich Mundvitalöl und ist ein brandneues Produkt in unserem Primavera-Sortiment. Und es enthält, wie man sieht, ebenfalls Sesamöl und dieses Lorbeerblätteröl. Es ist auch gedacht für die Pflegeanwendungen, das heißt für trockene und verborgte Münder und Schleimhäute. Und schmeckt hervorragend. Ich möchte nun die fünf Säulen der Gesundheit ansprechen. Denn laut ayurvedischer Medizin, aber auch sehr berühmten Menschen wie zum Beispiel dem Pfarrer Kneipp, beruht eine gute Gesundheit und damit verbunden ein stabiles Immunsystem auf fünf ganz wichtigen Säulen. Die erste dieser Säulen ist die Ernährung. Und die Ernährung lässt sich momentan, wir sind ja im Frühling, wunderbar ergänzen und wirklich auch bereichern mit frischen Kräutern, dem Bärlauch beispielsweise, der im Moment überall in den Buchenwäldern zu finden ist, aber auch den ganz frischen Kirschblättchen, dem frischen Brennnessel, aber auch Kresse wäre eine gute Idee und viele andere Kräuter, die jetzt zu finden sind. Macht euch Smoothies oder gebt diese Kräuter einfach in eure Salatsoßen. Verwendet grüne Soßen nach hessischem Vorbild und Rezept. All diese Dinge sind jetzt wirklich angesagt. Ich habe mir vor 2 Tagen im Bioladen nochmal eine riesige Meerrettichwurzel gekauft.
und möchte Meerrettichaufstriche zubereiten, dann habe ich ganz viel Ingwer im Moment zu Hause und auch frische Kurkuma-Würzelchen. All das macht wirklich Sinn in diesen Tagen. Und wenn es nur gut ist, um uns das Gefühl zu geben, ich mache was für mich, ich unterstütze meinen Körper. Viel Vitamin C, ganz selbstverständlich. Es gibt immer noch in ausreichender Menge Orangen zu kaufen und der klassische selbstgepresste Orangensaft ist immer noch die beste Vitamin C-Spritze über den Tag. Aber auch Sanddornelixier wäre natürlich eine gute Idee. Und vergesst nicht, ab und zu an heimisches Superfood namens Kraut zu denken. Auch das stärkt unser Immunsystem. Ich möchte an dieser Stelle nicht vergessen, die immunregulatorischen ungesättigten Fettsäuren in den fetten Ölen zu erwähnen. Und zwar reduzieren diese Fettsäuren unseren Stresshormonhaushalt und sie regulieren ganz generell unseren Hormonhaushalt. Und sie sind ganz wichtige Entzündungshemmer. Ich habe zwei Öle herausgegriffen, und zwar Hanfsamenöl und Schwarzkümmelöl, und würde eine kurmäßige Empfehlung dieser Öle empfehlen. Gerne auch innerlich, das heißt, besorgt euch beispielsweise Schwarzkümmelölkapseln oder Hanföl und vergesst es nicht, euren Salatsoßen oder euren Smoothies beizugeben. Ich habe hier den Schwarzkümmel nochmal herausgegriffen, der ja auch wegen einem einprozentigen Anteil an ätherischem Öl so gefragt ist und dessen nicht nur immunmodulatorische Eigenschaften wichtig sind in dieser Jahreszeit, sondern für viele Menschen sicherlich auch die antihistaminischen, also die antiallergischen Wirkungen. Die zweite Säule ist die Bewegung. Ganz klar, im Moment sind alle Fitnesszentren und Yoga-Studios geschlossen. Aber das soll nicht heißen, dass wir nicht gerade jetzt uns viel bewegen sollten. Macht Spaziergänge, geht walken, geht laufen, macht zu Hause Gymnastik und Yoga, wenn das Wetter draußen schlecht sein sollte. Bei uns im Allgäu soll es jetzt am Wochenende nochmal einen Wintereinbruch geben. Denkt daran, dass auch Bewegung unser Immunsystem stabilisieren hilft. Ich habe es mir angewöhnt, im Moment jeden Abend, wenn ich mein Büro schließe, so eine Dreiviertel bis Stunde draußen zu sein. Manchmal mache ich Gartenarbeit, ansonsten gehe ich spazieren. Das alles macht wirklich frisch und hält fit. Die dritte Säule heißt Entgiftung. Und Entgiftung ist immer gut, vor allem auch in dieser Jahreszeit. Ich habe beim Vorbereiten der Folien bemerkt, dass ganz viele dieser Themen auch ganz generell einfach gut in den Frühling passen und ganz unabhängig wichtig sind und nicht nur während dieser Corona-Krise. Entgiftung heißt, dass wir unsere Leber entlasten sollten. Das heißt, macht ab und zu einen Leberwickel oder am besten nehmt euch vor, für 3 bis 4 Wochen jeden Tag einen Leberwickel zu machen. Eines der allerbesten Öle ist hierfür der Rosmarin, ganz speziell der Rosmarin Verbenon, ein Rosmarin, der ganz explizit aus Korsika stammt und dort den Chemotyp Verbenon ausbildet und wunderbar hilft, die Leber zu entlasten, den Gallefluss anzuregen und die Leberzellregeneration voranzutreiben. Rosmarin Verbenon kommt zum Beispiel mit 15 Tropfen in eine 100 Milliliter Menge Sesamöl und dann könnt ihr auf einem alten Baumwolltuch einen kleinen Ölteppich machen
das Tuch vielleicht zusammenfalten und zwischen zwei Wärmflaschen anwärmen oder auch direkt unterm rechten Rippenbogen auflegen und die Wärmflasche draufpacken. Und dann lasst ihr die Wärmflasche zusammen mit der Ölauflage 15 Minuten liegen und ruht bitte noch 15 Minuten nach. Ihr werdet merken, dass ihr euch frischer und wirklich entlasteter fühlt anschließend. Hier noch die Rezeptur für ein Basenbad. Ich habe es gerade selber gestern Abend nochmal ausprobiert. Die Rezeptur ist auch wieder in Verbindung mit Lorbeer hergestellt. Ihr merkt schon, ich bin eine große Freundin von Lorbeeröl. Dann der Wacholder ist wieder im Spiel. Dann die Myrte türkisch, auch ein schönes Öl für diese Jahreszeit und auch um das Immunsystem zu stärken. Und in diesem Fall der Lavendel. Ich selbst habe jetzt in meiner Mischung gar nicht Lavendel verwendet, sondern Rosengeranie. Also ihr habt auch bei dieser Mischung jederzeit die Möglichkeit abzuwechseln und andere Öle beizugeben. Eine weitere Säule stellt unser Schlaf dar. Und es mag sein, dass manche Menschen im Moment sich vermehrt Sorgen machen oder auch einfach gestresst sind, vielleicht durch das viele Zuhause-Sein mit den Kindern und das gleichzeitige Arbeiten zu Hause. Und dann lohnt es sich, eine Maßnahme zu ergreifen, die den Schlaf unterstützt. Ich habe hier aufgelistet eine Schlafdurchmischung, mit der man sich abends schön die Füße einreiben kann oder die man auch sehr gut hier auf dem oberen Brustraum verwenden kann, so dass man den Duft auch schön unter der Nase hat beim Einschlafen. Und ihr seht, natürlich spielt die Bergamotte hier eine Rolle und die Orange, zwei Zitrusöle, die auch beruhigend wirken. Dann Vetiver als ganz stark erdender Duft, der eben auch gut zu unseren Füßen passt und uns verwurzelt und unsere Energien nach unten bewegen hilft. Und ganz selbstverständlich Lavendel, der wieder ersetzt werden kann durch zum Beispiel die Rosengeranie oder Palmarosa. Sicherlich kennen auch viele von euch unsere Schlafwohlserie, die hier natürlich auch Verwendung finden kann. Ich möchte die Bergamotte hervorheben als wirklich ganz toll stimmungshebendes und stressreduzierendes Öl und gleichzeitig eben auch als eine Alternative oder eine Begleitung zum Lavendelduft. Ganz wichtig in diesen Tagen und um das Immunsystem stabil zu halten, ist Stress vermeiden. Stress führt zu vermehrten Adrenalin, vor allem Noradrenalin und anderen Ausschüttungen und fördert unsere Kampfbereitschaft. Sobald jetzt diese Kampfbereitschaft anhält, das heißt, wir keine Ruhepausen mehr erfahren oder Entspannung, wird Stress zu Dauerstress. Und es finden zusätzlich zu den Adrenalinausschüttungen vermehrt auch Cortisolausschüttungen statt. Cortisolausschüttungen bewirken den Abbau von Lymph- und Thymusgewebe, was nachweislich unser Immunsystem schwächt. Stress kann also im schlimmsten Fall auch krank machen. Ein wunderbarer Helfer unter den Düften kann hier Neroli sein. Neroli ist ein Anti-Stress und auch ein Anti-Angstöl. Und für all diejenigen, die in diesen Tagen auch sehr viele Ängste durchleben, was unter Umständen nachvollziehbar ist, denen kann ich bestens Neroli 10%ig als Notfallöl ans Herz legen, um es auch vielleicht wie ein Parfum mal hier am Puls, am Handgelenk zu verwenden oder als schnelles Riechfläschchen oder auch vermischt mit Salz
als Riechsalz unter der Nase. Man weiß, dass sowohl Neroliöl als auch Petit Grainöl sehr gute Öle bei vegetativer Dystonie darstellen, also bei stressbedingten Erschöpfungszuständen und einem ja durchgerüttelten Nervensystem. Die Rosengeranie spielt im Zusammenhang mit Stress ebenfalls eine große Rolle. Und Rosengeranienöl wird vor allem in der englischen Aromatherapie-Literatur als ein ganz wichtiges Öl in Stresssituationen beschrieben und verwendet. Es kann wunderbar vermischt werden mit Neroli und auch mit Bergamott. Und dann habt ihr eine wunderbare Mischung, die ihr gut sowohl im Körperöl als auch in der Badewanne oder in eurer Duftlampe anwenden könnt. Falls eure Stresssymptome auf hormonelle Ungleichgewichte zurückzuführen sind, ist auch hier für Rosengeranie gut geeignet, denn Rosengeranienöl hat eine hormonell ausgleichende Wirkung, ganz speziell eine östrogenartige, also östrogenausgleichende. Und als letzte Säule der Gesundheit die optimistische Grundhaltung. Man weiß, dass Menschen, die optimistisch eingestellt sind und eher glücklich oder auch zuversichtlich sind, viel weniger mit einem geschwächten Immunsystem konfrontiert sind als Menschen, die eine negative Grundhaltung zum Leben mitbringen. Ich habe hier von Thomas von Aquin, einem Theologen aus dem 13. Jahrhundert, einen kleinen Text mitgebracht, der lautet: Gesundheit ist weniger ein Zustand als eine Haltung und sie gedeiht mit der Freude am Leben. Ätherische Öle können wunderbar auf unsere Psyche Einfluss nehmen, indem sie bestimmte Botenstoffausschüttungen verstärken helfen. Ein Duft wie zum Beispiel die Grapefruit unterstützt die Endorphin- und die Enzephalin-Ausschüttung. Und beide dieser Botenstoffe sind maßgeblich wichtig, um bei guter Laune und guter Stimmung durch den Tag zu gehen. Verwöhnt euch also ganz regelmäßig und oft, ganz speziell, wenn ihr jetzt viel zu Hause seid, mit guten Düften, die euch persönlich gut gefallen. Ich habe zum Beispiel im Moment immer die Lebenslust an meinem Schreibtisch stehen und auch wir, die Ina und ich, haben uns vor dem Webinar hier den Raum schön beduftet, allerdings mit Energiekick und Konzentration, um uns bei Laune zu halten und um uns zu stärken. Die Lebenslustmischung enthält außer Grapefruit, Spearmint und auch Limette und macht nicht nur Lust aufs Leben und am Leben, sondern unterstützt auch unsere geistige Aktivität und macht uns munter für die Bewegung. Das heißt, die ätherischen Öle sorgen nicht nur auch für gute Laune und für Bewegung, sondern sie machen richtig Lust am Leben. Ich möchte jetzt sehr gerne noch ein paar aktuelle Dinge bekannt geben. Ihr findet mehr zu unseren anschließend stattfindenden Webinaren. Wir haben die jetzt im Moment wöchentlich geplant mit Maria Kettenring und Yvonne Barreis im Internet. Und ihr könnt, falls ihr euch auch für Online-Kurse interessiert, euch gerne Julia Merbele oder den Frauen-Online-Aufbaukurs. Ich möchte, bevor ich mich verabschiede, noch ein paar wenige Fragen beantworten. Ich muss gerade kurz die Ina anschauen.
Sie sagt, es gibt keine Fragen, soweit ich höre. Und ich habe so nebenher ganz kurz entdeckt, dass manche sich auch ganz fleißig schon, während ich erzählt habe, ausgetauscht haben. Und ich sage jetzt vor allem nochmal ganz, ganz vielen Dank für eure wirklich schnelle und spontane Anmeldung und dass ihr euch an einem Freitagabend die Zeit nehmt, hier teilzunehmen. Vielen Dank für eure Rückmeldungen und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann bei einem weiteren Seminar, vor allem auch jetzt im Moment einem Webinar, wieder treffen und sehen. Es ist ja ein schönes Echo, dass ihr so vielzählig mitmacht und es fühlt sich so ein bisschen so an, als ob wir über unsere Arbeit mit den ätherischen Ölen in Verbindung sind und auch wenn es jetzt auf Distanz ist, wir bleiben in Verbindung. Vielen herzlichen Dank nochmals. Schön, dass du dabei warst. Bleib bitte gesund.